Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Oh, das ist ein bisschen viel Licht. Das ist ein bisschen viel Licht. So, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Und zwar gucken wir uns jetzt einfach mal die Silikonhülle an. So, ein bisschen Puder noch drauf. Ist ein bisschen dunkler, als ich gedacht habe. Also auf den Bildern sah sie ein bisschen heller aus. Also das kann jetzt aber auch durch mein Licht gerade täuschen, aber also auf den Bildern, ja, auf der Kamera sieht es hellblau aus. Naja. Ich bin wegen diesen Nippeln, also wegen diesen Riffeln mal gespannt, aber es sieht sehr gut verarbeitet aus. Hier ist nichts offen, nichts kaputt, keine Löcher, Lufteinschlüsse oder sonst irgendwas dergleichen. Auch hier hinten die Nähte, also naja, das, was rausgetrennt wurde, seht ihr ja, was ich meine. Ja. Auch alle sehr sauber verarbeitet. Hier oben auch extra dran gedacht, dass hier ein bisschen Freiraum ist, damit die Trigger-Tasten arbeiten können. Ja, das sieht sehr gut aus. Jo. Also ich sehe jetzt nichts Negatives, also sieht sehr gut verarbeitet aus und ich bin mal gespannt, überall Puder noch drauf, wie ich den hier jetzt auf meinen PlayStation-Controller bekomme und wie sich das dann anfasst. Wenn ihr da genauso gespannt seid, guckt das Hardware-Check-Video. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.